Hallo und herzlich willkommen heute Morgen zum Gottesdienst in Frankenberg im Jugend- und Gemeindezentrum in der Ruhrstraße. Keine Angst, ihr seid völlig richtig. Auch uns hat die Maskenpflicht eingeholt. Seit Montag müssen wir im öffentlichen Nahverkehr und bei Feinkost Albrecht die Maske tragen. Kleiner Tipp am Rande, bitte achtet darauf, wenn ihr einkaufen fahrt, wie euer Partner mit der Maske aussieht und wen ihr wieder mit zurücknehmt, denn es ist schon zu Verwechslungen gekommen. Ja, wir sehen jetzt ein paar Bilder von Menschen, die sich Masken aufgezogen haben und ihr könnt mal gucken, ob ihr die erkennt. Wie unschwer zu erkennen ist, ist das Thema heute für den Gottesdienst unsere Masken. Aber nicht die Masken, die wir uns vorziehen oder eine Maske wie so eine hier, die mir eine gute Freundin aus einem alten Pullover meines Arbeitgebers genäht hat. Nein, es geht um die Masken, die wir uns im Leben aufsetzen. Und sind wir mal ganz ehrlich, da haben wir doch alle ganz, ganz viele von. Wir haben jetzt eine kleine Zeit des Lobpreises. Wir singen drei Lieder. Ihr singt zu Hause bitte ganz kräftig mit. Und bevor das losgeht mit dem Lobpreis, möchte ich noch mit uns beten. Vater, hab Dank für die Möglichkeit, dass wir auch so Gottesdienst feiern können und so dir nah sein können. Hab Dank, Herr, dass du ein Auge auf uns hast, dass du auf uns aufpasst. Möchte ich jetzt bitten für den Gottesdienst, Herr, dass du bei uns bist, dass du uns segnest, dass du den Daniel segnest bei der Predigt, dass du einfach bei uns bist, uns nah bist. Und ja, Herr, segne du uns. Amen. Nord und Süd und Ost und West. Es ist nicht weit.
Ich hab gewartet und gewacht. Wann kommt der Morgen, geht die Nacht? Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Still meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch so fern. Ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. Ich hab noch nie deiner Liebe, lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe, lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe, lass mein Herz schmelzen. Vor dieser Schönheit, die ich fand, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du. Ich weiß, du bleibst bei mir, selbst wenn ich nicht sicher stehe, deine Liebe bleibt.
Ich weiß, dass ich Fehler mach, doch deine Gnade schenkst du jeden Tag. Deine Liebe bleibt. Du bleibst dir treu durch die Zeiten, liebst mich immer weiter, und auf die dunkelste Nacht folgt auch ein neuer Morgen. Und wenn das Meer auftobt, fürchte ich doch keine Not. Du bist mein Halt und du trägst mich. Deine Liebe bleibt. Der Wind ist stark und die Wasser tief, doch du bist mein Halt, lässt mich nicht untergehen. Denn deine Liebe bleibt. Der Graben schien viel zu breit zwischen mir und deiner Herrlichkeit, doch deine Liebe bleibt. Du bleibst dir treu durch die Zeiten, liebst mich immer weiter, und auf die dunkelste Nacht folgt auch ein neuer Morgen. Und wenn das Meer auftobt, fürchte ich doch keine Not. Du bist mein Halt und du trägst mich. Deine Liebe bleibt. Oh. Alles, was du für mich tust, ist ich weiß, alles, was du für mich tust, ist gut. Alles, was du für mich tust, ist gut. Ich weiß, alles, was du für mich tust, ist gut. Du bleibst jetzt treu. Wie ist es euch in dieser Woche mit der Maske gegangen, die du im Supermarkt oder wo auch immer tragen musstest? Ich habe mich plötzlich stark und mächtig gefühlt, als ich den Supermarkt betrat. Ich fühlte mich wie ein Westernheld in meiner Kindheit, und so wurde der Supermarkt plötzlich zum Saloon, den ich maskiert betrat. Immer die Hand an der Waffe, die ich jeden Moment ziehen konnte, wenn mir auch nur ein anderer maskierter Kunde zu nahe kam. Und so schlängelte ich mich durch die Gänge. Die anderen maskierten Cowboys zogen sich schon nach und nach zurück, als ich sie mit meinen funkelnden Augen ansah. Und dann war der Moment gekommen. Ich packte mit meiner rechten Hand an die Hosentasche und zog das Portemonnaie. Leider wurde ich in diesem Moment aus meinen Träumen gerissen, als die Kassiererin 3,97 Euro sagte. Aber dennoch schaute ich die anderen Kunden beim Verlassen des Supermarktes noch einmal funkelnd an. Vielleicht ging es euch auch so ähnlich diese Woche bei eurem ersten Supermarktbesuch mit Maske. Vielleicht habt ihr euch auch so gefühlt wie kurz vor einem Banküberfall. Vielleicht war es für euch aber auch einfach nur lästig oder verstörend. Vielen Dank an alle, die Maskenbilder geschickt haben. Ich hoffe, ihr habt die Leute aus der Gemeinde wiedererkannt. Es war sehr amüsant, euch hinter euren Masken zu sehen. Maskenpflicht, soweit man sehen kann.
Also war diese Woche für mich eine spannende Aufgabe, mal in der Bibel zu schauen und zu erkunden, was hier über Masken berichtet wird. Gibt es Berichte in der Bibel, die dir in Bezug auf Masken einfallen? Ich bin auf ein spannendes Ereignis im Alten Testament gestoßen. Gott hat durch seinen Auserwählten Moses auf machtvolle Weise das Volk Israel befreit. Sie haben Gottes Macht und Herrlichkeit gesehen. Und Gott ruft nun Moses auf den Berg zu sich. Und als Moses herunterkommt, sieht er, was nach 40 Tagen aus seinem Volk geworden ist. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und tanzen um dieses Kalb herum. Vor lauter Wut zertrümmert Mose die 10 Gebote und es findet eine Zäsur im Volk statt. Nach einigen Versen weiter lesen wir von einer ungewöhnlichen Bitte Moses an Gott. Nun bat Mose den Herrn: Lass mich doch den Glanz deiner Herrlichkeit sehen. Was für ein Wunsch! Hattest du auch schon diesen Wunsch, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen zu können? Wie würdest du dich auf solch eine Begegnung vorbereiten? Wie wäre es, wenn du wüsstest, heute Abend würdest du Gott sehen? Der Herr erwiderte: Ich werde in meiner ganzen Pracht und Hoheit an dir vorüberziehen und meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Gott geht auf diese Bitte ein. Dürfen wir Gott auch um so etwas bitten? Herr, bitte zeige dich mir. Herr, ich sehne mich danach, dich erkennen und sehen zu können. Herr, bitte offenbare dich mir. Wir lesen, dass Gott auf diese Bitte eingeht. Vielleicht will auch Gott in deinem Leben an dir vorübergehen und sich dir zeigen. Und wir lesen weiter. Gott sagte: Es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Trotzdem darfst du mein Angesicht nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Weiter sagte der Herr: Hier auf dem Felsen neben mir kannst du stehen. Wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und dich mit meiner Hand bedecken, bis ich vorüber bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen. Aber von vorn darf mich niemand sehen. Gott macht also hier eine Einschränkung. Er sagte: Ich zeige mich dir, so wie ich das will. Lass dich überraschen. Und Gott macht auch uns Zusagen, dass er sich uns zeigen will, wenn wir es von Herzen wünschen und ihn suchen. Lade Gott auch ein, sich in deinem Leben dir zu zeigen. Ich hatte schon manchmal solche Erlebnisse. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich morgens irgendwo saß und Gott gebeten habe, dass ich ihn irgendwie erleben wollte. Und ich fuhr durch die Stadt und sah ein Mädchen, die früher in unsere Jugendgruppe ging. Ich hatte das Gefühl, ich sollte sie anschreiben. Und dann schrieben wir und wir trafen uns und sie schüttete ihr Herz aus. Gott hatte mich zu ihr geführt und somit konnte ich ihr helfen. Gott hat sich in diesem Moment in einer kleinen Situation mir gezeigt. Wie Gott sich zeigt, was er tut, das ist seine Sache. Nimm dir mal einen kurzen Moment Zeit und überlege dir, wo hat sich Gott dir in deinem Leben gezeigt und offenbart. Hier kommt es nun zu diesem epischen Moment. Gott stellt Mose in eine Felsspalte, zieht an ihm vorüber und zeigt sich ihm. Mose darf Gott hinterher schauen. Was muss in Mose vorgegangen sein? Was war das für ein Geschenk? Wie hat das Ganze ausgesehen? Ihr könnt das gerne mal in ganzer Fülle nachlesen in 2. Mose 34. Und nach diesem Erlebnis geschah etwas mit Mose. Lasst uns weiterschauen, was nun passierte. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm zu nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und er redete mit ihnen. Dann kamen auch die anderen Israeliten und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken. Denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden.
Mose hatte Unglaubliches erlebt und Mose erlebte dadurch eine Veränderung. Und diese Veränderung war für andere sichtbar. Mose hatte einen unglaublichen Glanz in seinem Gesicht. Kennst du das, wenn dir ganz unverhofft jemand mit einer dicken Mac-Light direkt ins Gesicht leuchtet? So beim Zelten? Also Zoe zu Hause bei uns macht das gerne. Sie nimmt eine Taschenlampe, leuchtet dir voll ins Gesicht und du denkst einen kleinen Moment, ah, ich bin blind. Vielleicht war das so ähnlich. Ein unglaublicher Glanz auf dem Gesicht von Mose. Und jetzt kommen wir eigentlich schon direkt in unsere Zeit hinein. Mose will sein Umfeld nun schützen. Sein Umfeld erträgt nicht die Dinge, die aus seinem Gesicht kommen. Was tut er? Er verhüllt sein Gesicht. Wo tat er es? In seiner Öffentlichkeit. Mose trägt eine Maske. Mein Eindruck war, dass sich in den ersten 2 Wochen nach Ausbruch des Virus die Gesellschaft in Deutschland ziemlich einig war. Aber dies bröckelt irgendwie immer mehr. Überall hört man nun Beschwerden. Und nun wird natürlich über Sinnhaftigkeit oder Unsinn von Masken diskutiert. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn ich meinem Umfeld oder der Situation in Deutschland vielleicht einen klitzekleinen Gefallen tun kann, wenn ich mir bei meinem Supermarktbesuch eine Maske anziehe und vielleicht innerlich meine Kindheit aufleben lasse und Cowboy spiele, also wenn das alles ist, was ich tun muss, dann will ich das gerne eine Zeit lang aushalten. Mose hatte nun eine Hammerbegegnung mit Gott. Mose strahlte über das ganze Gesicht. Und Mose schützt sein Umfeld mit einer Maske. Nun könnten wir sagen, fertig, schönen Sonntag noch. Könnte man meinen, wenn nicht Paulus im Neuen Testament genau auf diese Situation nochmal eingehen würde. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht so ganz sicher, was das, was wir nun lesen, bedeutet. Es gibt nicht so viele Auslegungen dazu und auch viele Kommentare gehen nicht dazu ein. Also ich kann echt auch auf dem Holzweg sein, denn das Ganze ist auch in einem bestimmten Kontext hineingeschrieben. Aber ich teile euch einfach mal meine bescheidenen Gedanken mit. Paulus sagt, weil ich so eine große Hoffnung habe, kann ich frei und offen auftreten. Ich brauche es nicht, wie Mose zu machen, der sein Gesicht jedes Mal mit einem Tuch bedeckte. Denn die Israeliten sollten nicht sehen, dass der Glanz wieder verschwand. Mose hat also das Tuch auf, um sein Umfeld zu schützen. Und nun verschwindet der Glanz in Moses Gesicht. Nun bräuchte Mose eigentlich kein Tuch mehr. Aber scheinbar behält er das Tuch auf. Warum? Und jetzt kommen meine Überlegungen. Mose war der Einzige, der dieses Tuch trug. Warum trug er es? Weil der Glanz Gottes so stark war. Was vermittelte er den anderen damit? Vielleicht ein Gefühl von Heiligkeit. Ein Gefühl von etwas Besonderem. Ein Gefühl von Autorität. Ein Gefühl von der Nähe Gottes. Und vielleicht wollte Mose weiter den Menschen dies vermitteln und zeigen. Er wollte ihnen sozusagen etwas vorspielen davon, was gar nicht mehr Realität war. Vielleicht war es auch sein Wunsch, dass es da blieb, diese besondere Begegnung beizubehalten. Es könnte sein, dass Mose dem Volk etwas zeigen wollte, was nun nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Und damit kommen wir zu einer anderen Funktion von Masken. Von Masken im übertragenen Sinne. Masken, die anderen eine Wirklichkeit vorspielen, die gar nicht existiert. Ich glaube, wir Menschen, wir tragen schon immer Masken. Warum tragen wir Menschen Masken? Wir tragen vielleicht Masken, weil wir beliebt sein wollen. Wir tragen Masken, weil wir anerkannt sein wollen, weil wir wertgeschätzt sein wollen, weil wir denken, dass die Wirklichkeit für andere uninteressant sein könnte. Vielleicht sogar abstoßend. Und wenn Leute abgestoßen sind, dann bekomme ich vielleicht nicht mehr diese Liebe und diese Anerkennung. Und vielleicht war es sogar bei Mose so. Habt ihr diesen Mose gesehen? Der muss ja geistlich auf Wolke 7 schweben. Er hat eine höhere Heiligkeitsstufe. Und dann kommt die Maske ab. Okay, nur noch Wolke 2. Es ist interessant, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram zu sehen, wer postet schon ein Bild von sich morgens nach dem Aufstehen? Oder wo man irgendwie unvorteilhaft aussieht. Nein, man macht dann ein neues Foto. Und von allem, was wir zeigen, soll das perfekte,
das Beste gezeigt werden. Wen interessiert schon das Normale? Bringt auch nicht so viele Likes. Wir wollen etwas anderes darstellen, als es in Wirklichkeit ist. Wir wollen Sachen entweder schöner darstellen lassen oder wir wollen Sachen verstecken. Und deswegen tragen wir Masken. Und ehrlich gesagt, es ist auch nicht unbedingt nur schlecht, Masken zu tragen. Angenommen, du wärst 15 und hättest einen riesen Pickel im Gesicht. Alle würden dich anstarren und du würdest am liebsten nicht zur Schule gehen. Dann wäre es doch jetzt gerade super, oder? Du ziehst deine Maske einfach den ganzen Tag auf und keiner sieht ihn. Masken können also auch schützen. Sie haben eine Schutzfunktion. Nicht jeder soll überall und zu jeder Zeit deine Wunden, deine Geschichte und deine Emotionen kennen. Stell dir vor, du hast einen Tag und dir ist so richtig zum Heulen. Es wäre doch schlimm, wenn jeder im Supermarkt alles direkt sehen könnte. Alles liegt bloß und offen vor dir. Die Menschen könnten sich den Mund über dich zerreißen. Sie könnten es gegen dich verwenden. Sie könnten bewusst in deinen Wunden wühlen. Und Menschen sind manchmal echt heiß darauf, die schwarzen Dinge in deinem Leben zu sehen. So funktionieren manchmal Fernsehshows und die Boulevardpresse. So funktioniert auch Mobbing. Schaut euch den an. Mann, wie der ist. Also Masken können auch schützen. Aber Masken haben auch eine negative Funktion. Masken verhindern Nähe. Masken verhindern Echtheit und Masken verhindern Authentizität. Weißt du, was mich bei einem Prediger wirklich beeindruckt? Nicht die Berichte über erlebte Wunder, nicht die tollen geistlichen Erkenntnisse, nicht seine Heiligkeit, sondern wenn er bereit ist, von seinem Scheitern zu berichten, von seinem Versagen, von seinen Ängsten, von seiner Schuld. Was macht es mit dir, wenn du Menschen hast, die nur ihr Perfektes zeigen? Ich bewundere es, aber es schafft keine Nähe. Manchmal schafft es sogar Distanz. Denn das Verhalten des anderen ist für mich wie ein Spiegel. Wenn zum Beispiel ein Prediger berichtet, wie er versagt, dann fühle ich mich verstanden. Wenn mir jemand von seinen Problemen erzählt, dann fühle ich mich verstanden, denn auch ich versage. Und ich glaube, du und ich, wir versagen immer wieder. Und wir haben alle unsere dunklen Flecken, unsere schlechten Gedanken, unsere unattraktiven Charaktereigenschaften, unsere Sünden. Und jetzt können wir uns immer vorspielen, dass dies nicht so ist. Dies ist erstens sehr anstrengend, denn ich muss ja immer etwas zeigen, das nicht der Realität entspricht. Ich muss laufend meine Masken wechseln oder neue gerade rücken. Und es verhindert Nähe, denn man ist ja quasi nur mit der Maske befreundet. Also Masken können schützen, Masken können aber auch Distanz schaffen. Teste es mal in der nächsten Woche. Beobachte andere Menschen beim Einkaufen. Schafft die Maske, die die andere Person trägt, Nähe oder eher Distanz? Ich empfinde eher Distanz, denn ich sehe nicht, wie der andere wirklich ist. Vielleicht streckt er mir hinter seiner Maske die ganze Zeit die Zunge raus oder lacht mich aus. Ich kann ein wenig an den Augen erkennen, aber sonst nichts. Und wisst ihr, was ich an der Bibel liebe? Von den ganzen Menschen, von denen dort berichtet wird, siehst du keine Masken. Du bekommst einen schonungslosen Einblick in das Leben der Menschen. Und was da über Menschen berichtet wird, das würde ich mir ehrlich gesagt nicht wünschen, dass das alles über mich berichtet wird. Also da kommen Stories auf den Tisch über tiefes Fallen von heiligen Menschen. Aber warum sind diese Menschen heilig? Warum schreibt Gott mit Menschen Geschichte, wo man denkt, dass es vielleicht lieber hinter einer Maske bleiben sollte? Von Ehebrechern, Mördern, Angsthasen, Verbrechern, Prostituierten und Geizhälsen. Das war der Vorwurf der Frommen an Jesus. Mit welchen Leuten gibst du dich eigentlich ab? Schau dir mal diese Leute alle an. Wie kannst du mit so Schmutzigen zusammen sein? Diese Menschen sind heilig, weil Jesus die Menschen sieht. Er sieht sie mit ihrer Geschichte. Er sieht sie mit ihrem Versagen. Er sieht sie mit dem, was ihnen angetan wurde und sie anderen angetan haben. Er sieht die Menschen, wie sie sind, wie sie stinken wie eine übergelaufene Biotonne und dann auf diese Menschen zurennt und sie fest in den Arm nimmt. Ohne Dusche, ohne neue Klamotten vorher zu wechseln. Aber weißt du, was diese Liebe von Jesus, diese Annahme von Jesus mit gefallenen Menschen bewirkt? Es ist wie eine geistliche Dusche. Es ist wie eine geistliche Dusche für das Herz.
Jesus kennt die Menschen und keiner kann ihm etwas vormachen. Da gibt es diesen Moment, wo er auf eine Frau an einem Brunnen trifft und er redet mit ihr über das Wasser an diesem Brunnen. Und dann haut er mal schnell Berichte über ihre gescheiterten Ehen heraus. Er kennt diese Frau, er weiß alles von ihr. Aber diese Wirklichkeit, die er bei ihr sieht, die stößt Jesus nicht ab, sondern erhebt ihren Blick. Er nimmt ihr Herz fest in den Arm und bewirkt damit eine geistliche und seelische Dusche. Jesus sagt nicht, mach doch was du willst, alles ist cool, immer weiter so. Jesus schaut hinter ihre Maske und nimmt an und hilft auf dem Weg der Veränderung. Du kennst dich selber besser als jeder andere Mensch. Und du kennst auch deine Masken und das, was du zeigst oder vielleicht auch nicht zeigst. Da, wo du spielst oder da, wo du echt bist. Du kennst dich selbst, aber du kennst dich selbst nicht besser, als Jesus dich kennt. Er kennt alles von dir. Er kennt deine Maske, aber deine Maske ist nicht zu dick für ihn. Und weißt du, was er zu dir sagt? Ich liebe dich. Und er nimmt dich in den Arm, so wie du bist. Mit deinem Monster, das du vielleicht im Keller versteckt hältst, was keiner sehen soll. Und dann begibt er sich mit dir auf einen Weg der Heilung. Aber das, was er bei dir vorfindet, kann niemals etwas an seiner Liebe zu dir verändern. Deswegen ist manchmal auch dieses Prinzip der Beichte gut, dass man vor jemandem mal alles auf den Tisch legt, Offenheit ausschüttet, wahrhaftig sein und dennoch geliebt wird. Das ist etwas Heilendes. Ich wünsche dir, dass du in nächster Zeit diese Masken beim Eintragen, beim Einkaufen und überall, wo du bist, trägst, um dein Umfeld zu schützen. Ich wünsche dir aber, dass du deine unsichtbaren Masken vor Jesus ablegst. Du kannst vor Jesus ehrlich sein. Er weiß sowieso schon, wie du bist. Sei vor Jesus, wie du bist. Und dass du dann erlebst, wie er dich heißt und er dich liebt. Und ich wünsche dir, dass du Masken in deinem Leben immer mehr ablegen kannst, weil du erlebst, wie du von Jesus geliebt bist. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir keine Gemeinde von Heuchlern sind, wo wir Masken zeigen, sondern dass wir ehrlich und wahrhaftig sind. Und Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen, die befreiende Kraft der Gnade und Annahme erleben können, wie wir sie bei Jesus erleben. Du bist geliebt mit allem, was du bist. Und ich wünsche dir eine tiefe Begegnung mit Jesus in der nächsten Zeit, wo du merkst, du brauchst keine Masken vor ihm tragen. Und dass aus dieser Begegnung vielleicht auch ein Glanz auf dein Gesicht kommt, dass du nicht vor anderen verstecken musst, sondern dass du zeigen kannst, was du mit Jesus erlebt hast. Wir sehen nun ein Theaterstück, wo das nochmal dargestellt wird, was passiert und was es mit dir macht, wenn Jesus deine Masken abnimmt. Hallo, ich bin Chamäleon. Ja genau, Chamäleon, das hast du ganz richtig verstanden. Warum ich mich so nenne? Ganz einfach, weil ich mich so fühle. Genau wie ein Chamäleon sich seiner Umgebung anpasst und die Farbe wechselt, so passe ich mich auch meiner Umgebung an. Nur eben nicht mit Farben, sondern mit meiner Persönlichkeit. Ich wechsle meine Masken. Zum Beispiel zu Hause mit meiner Mama ziehe ich die brave Tochtermaske auf. Natürlich bin ich fleißig und gehe in jede Vorlesung. Natürlich koche ich mir mein Essen meistens selbst und klar spare ich Geld. Und ab und an mache ich auch mal einen handyfreien Tag. Bei meinen Freunden, die ich aus der Uni kenne, benutze ich die Partymaske. Schließlich kennen die mich nur so. Immer gut gelaunt, top gekleidet und bei jeder Feier dabei. Wenn ich dann in der Gemeinde bin, hole ich die fromme Maske raus. Natürlich habe ich eine tiefe Beziehung zu Jesus. Glaubenskrisen habe ich noch nie erlebt. Und natürlich bete ich jeden Tag und lese mindestens eine halbe Stunde in der Bibel. Dann habe ich noch die sogenannte Allrounder-Maske. Die benutze ich bei meinem Job. Immer total motiviert und strukturiert. Ich habe alles im Griff und niemand kann mir was anhaben. Und wenn ich dann endlich abends zu Hause bin, alleine und meine Maske ablegen kann, kann ich wirklich ich selbst sein. Es ist wirklich anstrengend, immer die passende Maske zu tragen, sich immer wieder verstellen zu müssen. Und dann sitze ich da und frage mich oft, wer kennt mich überhaupt, wie ich wirklich bin? Würde mich denn auch jemand mögen, wenn ich keine Maske auf hätte, ohne Make-up, mit all meinen Zweifeln und meinen Fehlern? Und dann ist was völlig Verrücktes passiert. Es hat geklingelt und ich dachte schon, wer will denn so spät abends noch was von mir?
oder bringt mir noch Post? Und als ich aufgemacht habe, stand da plötzlich Jesus. Vor meiner Tür. Welche Maske soll ich jetzt tragen? Als erstes versuchte ich die Partymaske, aber die wollte er nicht. Vielleicht die brave Tochtermaske, aber auch die gefiel ihm nicht. Als nächstes die Allrounder-Maske. Aber wieder schüttelte er nur den Kopf. Die fromme Maske, die müsste doch passen. Aber auch die verneinte er. Ich suchte noch eine Weile in meiner Maskensammlung und immer wieder schüttelte er nur den Kopf. Ich war verzweifelt, denn keine meiner Masken war für Jesus akzeptabel. Erst als ich den Tränen nah war und alle meine Masken ausprobiert hatte, geschah etwas vorher Undenkbares. Ich hatte keine Maske auf. Ich stand einfach nur so da, wie ich bin. Und er nahm mich in den Arm. Ohne Maske. Einfach nur mich. Und dann begann ich zu weinen. Aber nicht aus Verzweiflung, keine geeignete Maske gefunden zu haben, sondern aus Erleichterung. Denn ich wusste, ich bin von Jesus geliebt. So wie ich bin. Ohne Maske. Kommt mein Herz zur Ruhe vor dir, atmet meine Seele auf vor dir, fallen meine Masken ab vor dir. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Meine Seele auf vor dir, fallen meine Masken ab vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Herr, danke, dass wir vor dir keine Masken tragen müssen, dass du uns kennst, so wie wir sind und dass du uns liebst, so wie wir sind. Und dass du uns auch verändern willst, aber dass du von uns vor allem erstmal in den Arm nimmst, egal was du hinter unseren Masken siehst.
Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir voreinander in der Gemeinde oder wo auch immer wir sind, unsere Masken ablegen, damit wir uns nichts vorspielen, sondern dass wir echt voreinander sein können. Wir möchten dich aber auch heute Morgen für unser Land bitten. Du siehst, welche Schwierigkeiten da sind, auch in Bezug auf Arbeitslosigkeit oder mit dem Virus. Wir möchten dich bitten, dass du handelnd eingreifst und dass du Wege zeigst, wie diese Krise bewältigt werden kann, aber auch, dass du den Menschen dich in dieser Zeit offenbarst, dass du Türen öffnest, dass du die Augen der Menschen öffnest auf dich, damit Menschen dich erkennen können. Wir möchten dich auch für die Situation weltweit bitten. Du siehst, welche Länder da besonders in der Krise sind und die vielleicht überhaupt keinen Ausweg sehen. Wir möchten dich bitten, dass du da Wunder tust und eingreifst und einfach deine starke Hand dort tätig werden lässt. Amen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir haben noch ein paar kleine Informationen für euch. Es sind ganz wenige Infos, denn es ist und bleibt nach wie vor alles abgesagt. Aber es tut sich was. Es könnte sein, dass demnächst wieder Gottesdienste in kleineren Gruppen zu verschiedenen Zeiten stattfinden können. Dazu kriegt ihr aber dann alle Infos mehr. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann haben wir noch was für euch. Wir blenden unser Spendenkonto ein, wo ihr gerne eure Spende hinüberweisen dürft. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch einen wunderschönen Sonntag und eine angenehme Woche zu wünschen. Und denkt dran, Maskenpflicht. Zum Ende dieses Gottesdienstes wollen wir uns noch gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen guten Frieden. Amen.